Christina Hering gilt derzeit als das heißeste Eisen aus München. Die 800-Meter-Läuferin hat sich bereits für alle drei wichtigen Wettbewerbe in dieser Saison qualifiziert. Für die Deutsche Meisterschaft jetzt in Kassel, für die Leichtathletik-EM vom 6. bis zum 10. Juli in Amsterdam und die Olympischen Sommerspiele ab 5. August in Rio de Janeiro. In den vergangenen Wochen hat die gebürtige Münchnerin eisern trainiert. Keine Deutsche war in diesem Jahr schneller als sie. Ich glaube, ich bin jetzt schon in der Lage, Bestzeit zu laufen. Aber wenn es auch erst bei den Olympischen Spielen passiert, ist das auch okay. Solange ich da auf Top-Niveau laufen kann und topfit am Start stehe, da zählt es, fit zu sein. Und das ist mein Ziel. Tobias Giel gehört ebenfalls zu den ganz großen Hoffnungsträgern der LG Stadtwerke München. Der dreifache deutsche Vizemeister und U20-Europameister über 400 Meter Hürden ist auch bei der EM am Start. Und auch auf Rio hofft Tobias Giel noch, doch bislang hat es dafür noch nicht gereicht. Sein Ziel? Bei den deutschen Meisterschaften auf jeden Fall souverän ins Finale laufen. Und dann da natürlich unter die Top 3 kommen. Ich war jetzt schon dreimal Zweiter, einmal Dritter. Da hoffe ich natürlich, dass es jetzt ganz hoch aufs Stockerl geht. Von der Vorleistung sieht es nicht so schlecht aus. Von daher bin ich da optimistisch und denke, dass ich auf jeden Fall da einen Angriff wagen kann. Für Hammerwerfer Johannes Bichler sind die internationalen Wettbewerbe derzeit kein Thema. Zu stark ist im Moment die Konkurrenz. Doch der gebürtige Rosenheimer bleibt optimistisch. Mit 25 hat er seinen Zenit noch längst nicht erreicht und trainiert deshalb fleißig weiter mit seinem Trainingspartner Simon Lang bei der LG Stadtwerke München. Es kann bei deutschen Meisterschaften alles passieren. Aber ich denke, der Simon und ich, wir sind zwei Kandidaten für die Medaillen. Und ich hoffe, dass zumindest einer von uns eine Medaille kriegt. Das ist sehr wahrscheinlich. Kann natürlich auch anders ausgehen. Johannes Treffs, Spitzname Jojo. Auch er hat sich bislang weder für die EM noch für Olympia qualifiziert. Doch der Sprinter kann noch hoffen, denn es fehlen ihm nur winzige 200stel Sekunden für eine internationale Teilnahme. Er hat eine gute Vorbereitung gemacht und fühlt sich fit wie noch nie. Die Deutsche Meisterschaft ist so der erste große Höhepunkt. Ist extrem wichtig, weil bei der Deutschen Meisterschaft muss man sich noch mal zeigen. Höchstwahrscheinlich darf nur der deutsche Meister einzeln starten bei der EM. Und wie gesagt, ist der erste große Höhepunkt und das erste Highlight sehr wichtig. 10 Trainingseinheiten pro Woche absolviert Clemens Bleistein. Denn in Kassel will der Langstreckenläufer nun endlich mal ganz vorne sein. Der Ehrgeiz ist groß. Ich würde sagen, es war auch noch nie so ganz richtig knapp, dass ich mich geärgert hätte, dass es nicht Platz 1 geworden ist. Aber natürlich wünscht man sich dann doch, dass es irgendwie mal ein erster Platz wird, dass man eine Goldmedaille rausspringt, klar. Fest steht, die Athleten der LG Stadtwerke München wollen bei der Deutschen Meisterschaft für viel Furore sorgen und sich, wenn noch möglich, für die internationalen Wettbewerbe qualifizieren.